Der Plainmoor-Gletscher ist dank der Seilbahn ab Grand-Montana sehr einfach zugänglich. Als Pierre-Olivier Bagnot ein Kind war, fuhr er hier auf einer Piste. Jetzt liegen hier nur noch Steine. Jahr für Jahr verändert sich die Landschaft. Vor 5 Jahren war der Lac nicht mehr. Der Glacier kam in diese Combe, wo wir aktuell den Lac sehen. Et en 5 ans, mais il a baissé de, je sais pas, ça doit être 15, 20 mètres. 2018, das Jahr der Extreme. Ein Winter mit sehr viel Schnee, dann der Hitzesommer. On avait beaucoup de neige cet hiver, donc on aurait pu espérer qu'il soit protégé longtemps par cette neige, mais avec les températures, elle a quand même fondu très vite. Et puis la glace est déjà à nu, et là, il est en train de perdre de la masse. Im Februar lag der Schnee hier 4,5 Meter hoch. Das ließ auf eine langsamere Gletscherschmelze hoffen. Denn der Schnee schützt vor den gleißenden Sonnenstrahlen. Ein halbes Jahr später jedoch ist der Schnee weg. Der nackte Gletscher ist voller Furchen. Das viele Schmelzwasser beschleunigt den Gletscherschwund zusätzlich. Dès qu'il y a une petite faiblesse dans la glace, une crevasse, l'eau qui ruisselle s'infiltre et elle peut descendre comme ça très profondément jusqu'à la base du glacier même. Là, je vois en tout cas déjà 15 mètres et sans doute davantage. Die bestehenden Löcher im Gletscher weiten sich immer mehr aus. Zudem bildet das Schmelzwasser immer neue Löcher, wie etwa dieses hier. Ein eindrückliches Bild. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, rechnen die Wissenschaftler damit, dass es den Plain-Mort-Gletscher in 60 Jahren nicht mehr gibt.